41. Professor Dr. Butterwegge beschäftigt sich als Wissenschaftler mit einem Thema, das viele in Deutschland gern verdrängen, verharmlosen oder ideologisch entsorgen. Armut. Abgesehen von Griechenland liegt Deutschland aber inzwischen mit an der Grenze der Armutsentwicklung in Europa. In zahlreichen Schriften und Büchern hat Butterwegge Fragen der Armut wissenschaftlich aufgearbeitet und dokumentiert. Beispielsweise in Armut in einem reichen Land. Im Januar erschienen im Campus Verlag Frankfurt. Armut in Ost- und Westdeutschland oder Krise und Zukunft des Sozialstaates. Beide erschienen im VS Verlag. Die Ursachen für die Entwicklung waren Agenda 2010 und Hartz IV der damaligen sozialdemokratischen Regierung und den Grünen, die beide bis heute von ihrem Weg überzeugt sind. Inzwischen wird er in verschärfter Form durch CDU und FDP fortgeführt. Seit damals gibt es eine deutliche Reichtumsvermehrung statt Armutsverringerung. Die Folgen sieht man in zunehmender privater und öffentlicher Armut. Mit einer Politik der Einschüchterung und Stigmatisierung, mit Denunziation und einem Klima der Angst hatte man den größten Niedriglohnbereich in Europa durchgesetzt, der zum Leben oft nicht reicht und innerhalb der europäischen Gemeinschaft zu großen Ungleichheiten geführt hat. Und der deutsche Sozialstaat existiert mehr und mehr nur noch in Fragmenten. Nun wird ganz Europa, vor allem mit dem neuen Fiskalpakt, weiter dieser Ausgrenzungslogik geopfert. Ihr erstes Opfer ist Griechenland. Die europaweiten sozialen Verwerfungen des kapitalistischen Marktes und des Finanzkapitalismus sind unübersehbar. Doch offenbar scheinen die deutschen Wähler in ihrem politischen Masochismus nichts anderes zu wollen, wie die Wahlen immer wieder belegen. Hier nun sein Vortrag im DGB-Haus Köln am 2. Juli 2012 während einer Versammlung der Verdi-Erwerbslosen. Also ganz klar ist, die Gewerkschaften haben sich eben auch um die Kolleginnen und Kollegen zu kümmern, die erwerbslos sind, ja, um die ganz besonders. Und die zu organisieren, ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, der man zumindest damals nicht nachgekommen ist. Und für mich ist das deshalb so eine Hoffnung, dass ihr euch organisiert, dass ihr eingreift in politische Prozesse, denn nur wenn Druck entfaltet wird, kann etwas an dem Zustand geändert werden, über den ich jetzt gleich auch noch etwas sagen werde. Ich frage mich natürlich schon manchmal, ja, wie wäre das gewesen, wenn ich unter den Bedingungen von Hartz IV so lange Zeit mit der AGE oder jetzt mit dem Jobcenter zu tun gehabt hätte. Damals hieß das ja noch so ganz altmodisch Arbeitsamt, zu dem man dann hinging, also wenn man erwerbslos war. Und ich bin mir dessen bewusst, dass das heute noch viel härter und viel restriktiver ist, die Schikanen der entsprechenden Sachbearbeiter möglicherweise auch noch ausgereifter sind. Einfach deshalb, weil es eine gesellschaftliche Diskussion gibt über Armut und über Arbeitslosigkeit, die ich da untersuche und wo im Grunde dieses Problem kleingeredet wird, nicht ernst genommen, die Betroffenen selbst für schuldig erklärt werden. Also es ist ihr Verschulden, wenn es nicht gar ein Verbrechen ist, dass sie keine Arbeit finden. Es ist ihr Verschulden, dass sie nicht entsprechend den Möglichkeiten, die es für viele Menschen überhaupt nicht gibt, ihren Lebensunterhalt, was ja den allermeisten viel besser gelegen käme, ihren Lebensunterhalt selber zu erarbeiten. Und dazu will ich fragen, wie kommt es denn, dass Armut in der Bundesrepublik so lange ein Tabuthema war? Und wie kommt es, dass es heute zwar seit Einführung von Hartz IV, übrigens am 1. Januar 2005, eher ein Top-Thema in den Medien ist, aber trotzdem nicht ernst genommen wird? Ja, warum beschäftigt man sich nicht damit? Also der erste Grund ist ganz banal. Die von Armut Betroffenen, und das gilt für die Erwerbslosigkeit natürlich genauso, die unmittelbar davon Betroffenen sind nicht besonders glücklich und fröhlich und feiern ständig Partys, sondern sie haben Sorgen, sie haben Nöte. Sie wissen manchmal nicht, wie sie am 20. des Monats noch was zu essen, was Warmes auf den Tisch kriegen sollen. Und dann ist es irgendwie nicht so angenehm, sich mit so einem Problem zu beschäftigen. Das gilt auch für die Wissenschaft.
wenn man das als Sozialwissenschaftler wie ich als Thema schon lange Zeit, jetzt jahrzehntelang hat, ja, das gilt so als Igitigi-Thema. Also das wissenschaftliche Renommee wird dadurch nicht gefördert, sondern da gibt es attraktivere Themen, auch welche, wo man leichter Drittmittel einwirbt. Der zweite Grund liegt, glaube ich, darin, dass viele Menschen so unterschwellig Angst haben, zumindest im Alter selbst arm werden zu können. Und wenn man Angst vor etwas hat, zum Beispiel vor einer schweren Krankheit oder auch vor dem eigenen Tod, dann ist es naheliegend, dieses Problem, statt sich intensiv damit zu beschäftigen, es so zu verdrängen, auf die lange Bank zu schieben und zu sagen, mit dem eigenen Tod beschäftige ich mich irgendwann, wenn ich ganz alt bin. Jetzt ein Testament schreiben, um Himmels Willen. Wenn ich Angst habe davor, dann ist das eher etwas, was viele Menschen abhält, sich damit zu befassen. Der dritte Grund ist der, die Armut begegnet uns hier meistens nicht so spektakulär wie in Ländern der sogenannten Dritten Welt. Also Armut in Köln sieht anders aus als in Kalkutta, in Kapstadt oder in Kairo. Übrigens, Armut in München sieht auch anders aus als Armut in Magdeburg. Das heißt aber nicht, dass es sie nicht hier wie dort gäbe. Aber viele Menschen beruhigen sich damit, dass sie sich sagen und auch übrigens von den Medien sagen lassen. Ich habe das so unterschwellig und zwischen den Zeilen gemerkt bei der Berichterstattung über den Tsunami, dass da transportiert wurde, ja, wenn man als Jugendlicher in einer Lehmhütte aufwächst und die wird durch eine solche Flutkatastrophe wie den Tsunami weggeschwemmt, das ist wirklich Armut. Aber wenn man in einem Hochhaus als Jugendlicher lebt, in Köln-Chorweiler oder in Berlin-Neukölln oder in München-Hasenbergel, das sind doch die Hartz-IV-Bezieher, die jammern doch auf hohem Niveau. Aber bei uns, wo man vielleicht manchmal ein bisschen näher hingucken muss, obwohl es auch bei uns das gibt, was in der Armutsforschung als absolute Armut bezeichnet wird. Obdachlose, die im Winter erfrieren, total verelendete Drogenabhängige, auch sogenannte Illegale, Menschen ohne Aufenthaltsstatus, die nicht zum Arzt gehen mögen, die ihre Kinder nicht in die Schule schicken, weil sie Angst haben, dass sie abgeschoben werden. Das sind auch Formen absoluter Armut. Aber meistenteils handelt es sich bei uns um relative Armut. Wobei ich finde, die Tafeln und ähnliche Einrichtungen, die sind schon so eine Mischform. Denn wenn ich zu einer Lebensmitteltafel gehe, weil ich mir sonst solche Lebensmittel, die da angeboten werden, nicht leisten kann, dann ist das schon verdächtig nah an absoluter Armut. Aber gehen wir da mal von aus, in der Bundesrepublik ist es meistenteils relative Armut. Ist das deswegen so eine Art Armut Deluxe? Ich behaupte nein, sogar genau umgekehrt. Armut in einem reichen Land wie dem unseren kann viel demütigender, erniedrigender sein als Armut in einem armen Land, weil sie wirkt entsolidarisierend. Arme bei uns werden sozial ausgegrenzt, sie werden ausgelacht. Ein Jugendlicher, der in Sandalen und Sommerkleidung bei tiefstem Winter auf einem Schulhof steht und von seinen eigenen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden ausgelacht wird, da bin ich fest von überzeugt, der ist viel schlimmer dran, als wenn er abends ins Bett gehen müsste, ohne etwas zu essen zu bekommen. Also ich finde es genau umgekehrt. Es zu verharmlosen, zu beschönigen, klein zu reden, die Armut zu relativieren, indem man sie kontrastiert mit vielleicht noch dramatischeren, existenzielleren Formen, also absoluter Armut, extremer Armut, ist unredlich, auch wenn es bei uns absolut üblich ist, dass das passiert. Da muss man gar nicht das Buch von Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich, ablesen, wo er mich als führenden Ideologen der deutschen Armutsdiskussion bezeichnet und versucht nachzuweisen, dass es bei uns Armut gar nicht gibt. Er macht das auf zweierlei Art. Das ist jetzt interessant, weil das zeigt die Mechanismen, wie bei uns die Armut kleingeredet wird. Erstens, er vergleicht die Armut historisch mit Zeiten, wo die Armut auch bei uns anders aussah. Und er sagt, ein Durchschnittsverdiener während des Wirtschaftswunders hatte weniger Geld in der Tasche als der Hartz-IV-Bezieher heute. Ja, irgendwann, als die Menschen noch auf den Bäumen lebten und sich von Bucheckern ernährten, hatten die noch nicht mal Geld. Natürlich hat ein Hartz-IV-Empfänger heute mehr. Aber man muss natürlich die Armut, deswegen heißt sie relative Armut,
muss sie immer in Relation, im Vergleich sehen zu dem Wohlstand, der den Betroffenen umgibt. So, und der Thilo Sarrazin hat auch noch einen anderen Vergleich. Das ist der zu anderen Ländern. Der Durchschnittsverdiener in Polen, in Bulgarien, in der Türkei, also wohlgemerkt der Türke, der nicht kommt und uns überfremdet und überflutet, sondern der, der in der Türkei bleibt und Durchschnittsverdiener ist, der hat weniger Geld als der Hartz-IV-Bezieher hier. Auch das ist völlig unredlich, weil er lebt eben nicht hier. Er muss nicht die Preise hier zahlen. Und insofern ist es doch unredlich, auch hier diese geografische Achse als Vergleich zu wählen, sondern Armut ist immer und überall zu messen und in Relation zu setzen zu den Verhältnissen, die dort herrschen. Der vierte Grund, warum die Armut bei uns entweder nicht wahrgenommen wird oder wenn sie wahrgenommen wird, dann aber sofort wieder verharmlost wird und daraus zumindest nicht die Schlussfolgerung gezogen wird, sie muss konsequent bekämpft werden, ist der, dass nicht nur die Armut selbst stigmatisiert, also nicht nur die Armen von der Gesellschaft ausgegrenzt werden, sondern die Stigmatisierung trifft auch diejenigen, die sich mit den Armen beschäftigen. Ich will einen weiteren Grund nennen, der jetzt ein bisschen mehr gesellschaftstheoretischer Natur ist. Ich behaupte, die Bundesrepublik, die Gesellschaft der Bundesrepublik kann zum Teil Armut und aber auch den enormen Reichtum gar nicht wahrnehmen, weil sie ein Bild von sich selbst hat, das es ausschließt, das überhaupt erkennen zu können. Der Kölner Journalist Michael Schomers hat sich in den 90er Jahren bei den Republikanern eingeschlichen und ein Buch Deutschland ganz rechts und auch einen Film gemacht. Und in dem Film geht er, ich weiß jetzt nicht mal, ob es die Kolbstraße war, ich glaube, es ist Ehrenfeld, wo er gewohnt hat. Und er unterlegt das mit türkischer Musik. Überall irgendwie so dunkle Gestalten und Gemüsehändler, die da... Und als Kommentar gibt er dazu, wenn man bei den Republikanern, wo er dann auch Funktionär war, immer hört von Überfremdung, dass hier lauter Migranten wohnen, dann nimmt man seinen Stadtteil, sagt er, ganz anders wahr. Plötzlich sind ihm überhaupt die Gemüsehändler das erste Mal aufgefallen. Die waren ihm vorher überhaupt nie aufgefallen. Wenn man fragt, in manchen ostdeutschen Kleinstädten, wie viele Ausländer gibt es bei euch in der Stadt, sagen manche Jugendliche 40, 50, 60%. Bei minimalen Ausländeranteil. Sie haben das Bild im Kopf, das Rassisten natürlich in ihren Kopf hineingepflanzt haben. Überall überfluten uns Muslime. Und wenn ich dieses Bild habe im Kopf, dann sehe ich auch überall so dunkle Gestalten. So, und so ist das bei der Armut und dem Reichtum auch. Und dieses Bild, das zwar namhafte Soziologen kritisiert haben damals schon, wie zum Beispiel Ralf Dahrendorf, hat zwar nicht in der Soziologie, aber im öffentlichen Diskurs der Bundesrepublik bis heute, wenn ich in dem Buch habe ich Politikerreden darauf analysiert, bis heute findet man dieses Bild angewendet auf die Bundesrepublik nach der Jahrtausend. Ich habe sehr früh schon dagegen die Metapher gesetzt, es gibt nicht das, was Ulrich Beck dann viele, viele Jahre später, 1986 war es in seinem Buch, die Risikogesellschaft als Fahrstuhleffekt bezeichnet hat. Dass alle gemeinsam nach oben fahren und in den 80er Jahren mit der beginnenden Massenarbeitslosigkeit fahren alle wieder Stichwort Fahrstuhleffekt nach unten. Sondern ich habe dagegen die Metapher des Paternoster-Effekts gesetzt. Die einen fahren nach oben und die anderen fahren nach unten und zwar zur selben Zeit und beides hat auch miteinander zu tun. Armut und Reichtum sind zwei Seiten einer Medaille. Oder um es mit Bertolt Brecht zu sagen, armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Oder jetzt konkreter auf unsere Situation bezogen. Lohndumping und Massenentlassungen erhöhen die Rendite bei den Großaktionären. Sondern das Problem ist, dass damit auch natürlich politische Macht verbunden ist. Einfluss zu nehmen. Und da muss man gar nicht den Bundespräsidenten in die eigene Villa einladen. Das kann man auch auf ganz andere Art und Weise erreichen, dass man da Einfluss nimmt. Und weil viele meinen, Josef Ackermann mit seinen 9 oder 11 Millionen Euro Jahreseinkommen, das sei so ein fürchterlich reicher Mensch, will ich nur eine andere Zahl zum Reichtum nennen. Die zweitreichste Familie des Landes, die Familie Klatten-Quandt,
hat in diesem Jahr nur aus BMW-Aktien Dividenden in Höhe von 650 Millionen Euro erlöst. Und auf der anderen Seite gibt es bis in die gesellschaftliche Mitte hinein eine sich ausbreitende Armut. Da will ich auch nur ganz wenige Zahlen nennen. Und jetzt nehme ich nicht die Armutsrisikoschwelle der EU oder der Bundesregierung, wo man dann mit 940 Euro oder weniger, also armutsgefährdet ist, wie das heißt, also mit 940 Euro im Monat wohlgemerkt, dazu gibt es dann keine Miete und Heizkosten, wenn sie angemessen sind, sondern da ist alles drin. Mit 940 Euro als Alleinstehender ist man in München arm und nicht irgendwie bedroht oder gefährdet oder irgend sowas. Sondern ich will, weil ich mich ja sehr lange mit den Kindern beschäftigt habe, heute bin ich übrigens der festen Überzeugung, die Älteren werden wieder stärker von Armut betroffen sein. Das hat mit der Deregulierung des Arbeitsmarktes, das hat mit Hartz IV zu tun, das hat aber auch mit der Rentenpolitik zu tun. Also Einführung des Riester-Faktors, des Nachhaltigkeitsfaktors, des Nachholfaktors, der nachgelagerten Rentenbesteuerung, die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67, was ja auch nur eine verkappte Rentenkürzung ist. Insbesondere, weil dann noch mehr Menschen Abschläge bei der Rente hinnehmen müssen. All dies wird dazu führen, dass verstärkt auch Ältere wieder von Armut betroffen sind. Aber jedenfalls noch sind die Kinder und Jugendlichen die Hauptbetroffenen. Und da gibt es für mich eine sehr aufschlussreiche Zahl. Auf dem Höhepunkt des letzten Wirtschaftswunders im März 2007 waren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit mehr als 1,928 Millionen Kinder unter 15 Jahren von etwa 11,4 Millionen Kindern, die es insgesamt in diesem Alter gab, also mehr als 1,928 Millionen, also fast 2 Millionen. Die Zahl ist inzwischen auf 1,7, 1,6 Millionen zurückgegangen. Die Gründe erspare ich mir. Ich habe meine Gründe, warum ich den März 2007 nehme, weil da bestimmte Regelungen noch nicht in Kraft waren, die dazu geführt haben, dass die Zahlen heruntergegangen sind. Fast 2 Millionen Kinder unter 15 Jahren waren damals, lebten in SGB-II-Bedarfsgemeinschaften, sprich in Hartz-IV-Haushalten. Und das heißt, sie lebten, wenn sie unter 14 waren, damals von 208 Euro im Monat. Und deswegen finde ich, dass diese Marge, also Hartz IV oder Sozialhilfeniveau, eigentlich ganz deutlich zum Ausdruck bringt, da sind Menschen, denen geht es richtig schlecht. Also wenn ich da den Erwerbslosen in irgendwelchen Soaps erlebe, der sagt, das ist ja klasse, dass ich Hartz IV beziehe und mein Nachbar, der muss da morgens aus dem Haus und mal lochen gehen, da ich bin eigentlich der glückliche Mensch. Dann ist das so was, was man sich selber einredet. Also eine Rationalisierung. Wenn er nicht Geld bekommen hat von Journalisten, damit er das vor laufender Kamera sagt, dann ist er entweder psychisch so weit unten, dass er das vor laufender Kamera sagt, obwohl ihn sein Jobcenter da schon Beine machen wird anschließend. Oder aber er hat es sich eingeredet. Das sind sozusagen die Möglichkeiten. Und wenn Kinder betroffen sind, dann haben die eben noch nicht die Möglichkeit, damit umzugehen. Und dann müssen sie vielleicht, wenn sie Pech haben, werden sie später arme Erwachsene, die wieder arme Kinder haben. Und das heißt, es ist so eine Art soziale Vererbung und ein Teufelskreis der Armut. So zusätzlich zu diesen 1,928 Millionen Kindern im Hartz-IV-Bezug, also die Sozialgeld bekommen, muss man jetzt sehen, dass es natürlich noch Kinder in Sozialhilfehaushalten gab, Kinder in Flüchtlingsfamilien, die 2/3 des Sozialhilfesatzes bekamen und dass es auch Kinder von Illegalen oder besser gesagt Illegalisierten gab, aber auch noch diejenigen Kinder, die unter dem unschönen Begriff der Dunkelziffer gefasst werden. Das sind Menschen, die würden Hartz IV oder Sozialhilfe bekommen, aber sie stellen keinen Antrag. Entweder weil sie nicht wissen, dass es diese Leistungen gibt oder weil sie nicht wissen, dass sie ihnen zustünde oder weil sie sich schämen, weil sie zu stolz sind, weil sie Schwierigkeiten mit den Ämtern befürchten, weil sie Analphabeten sind, weil sie nicht 16 Seiten Anträge ausfüllen wollen oder ähnliches mehr. Wenn man jetzt all diese Kinder vorsichtig geschätzt zusammenzählt, dann kommt man von den 11,4 Millionen Kindern
sicherlich auch 2,8 bis 3 Millionen, die auf oder unter dem Sozialhilfeniveau leben. Und dann hat man eine Vorstellung davon, wie tief die Kluft in dieser Gesellschaft ist. Das Privatvermögen der Albrechts ist mehr als 100 Millionen Mal so hoch wie der Hartz-IV-Regelsatz. Ich weiß, ich vergleiche jetzt ein Vermögen mit einem Einkommen von einem Monat. Und trotzdem ist es so, dass mehr als die Hälfte aller Hartz-IV-Bezieher oder, wie man wahrscheinlich besser sagt, aller Hartz-IV-Betroffenen in Ostdeutschland über kein Schonvermögen verfügen. Das heißt, mit anderen Worten, von der Hand in den Mund leben müssen. Also für mich ist ausgehend vom Prozess der Globalisierung, den ich lieber als neoliberale Modernisierung oder Umstrukturierung fast aller Lebensbereiche nach dem Muster des Marktes bezeichne, sehr entscheidend das, was ich neoliberale Hegemonie, also die Meinungsführerschaft des Marktradikalismus nenne. Nach solchen neoliberalen Konzepten sind die Sozialsysteme reformiert worden. In den 70er Jahren fing es an, verstärkt aber seit den 90er Jahren und dann unter der rot-grünen Regierung ab 1998, Stichwort Agenda 2010, Hartz-Gesetze, ganz besonders drastisch. Danach ist diese Politik aber auch durch Verschärfung von Hartz IV und durch andere Gesetze, Sparpakete, wenn ich jetzt an das sogenannte Zukunftsprogramm der amtierenden CDU-CSU-Bundesregierung denke, ist diese Politik sogar noch zugespitzt, immer weiter verschärft worden. Und so ist ganz systematisch eine Steuerpolitik gemacht worden, die vor allen Dingen Wohlhabende und Reiche und Superreiche entlastet. Und diese Politik, die gibt es jetzt auf allen Feldern. In der Familienpolitik, beim Kindergeld, da werden diejenigen besonders begünstigt, die gar nicht das Kindergeld in Anspruch nehmen. Die Hartz-IV-Betroffenen, denen wurde das erhöhte Kindergeld auf die Transferleistung angerechnet. Die hatten also nichts davon. Also wo ihr hinguckt, findet ihr im Grunde diese Politik. Zwar über die Regierungszeiten verschiedener Koalitionen hinweg. Alle etablierten Parteien machen diese Politik. Um- und Abbau des Sozialstaates, Hartz-IV, ist sicher die berühmteste Chiffre dafür. Die Folge, würde ich sagen, ist deutlich sichtbar. Auflösung oder Aushöhlung des Normalarbeitsverhältnisses nennt man das. Nicht nur Massenarbeitslosigkeit, sondern auch Stichwort Prekarisierung, Zwangsteilzeit, Leiharbeit, Zeitarbeit, Minijobs, Midijobs, also eine Vielzahl Werkverträge, Honorarverträge, Generation Praktikum, also eine Vielzahl von Maßnahmen, um das zu erreichen, was Gerhard Schröder auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos 2005 sich und seine Regierung gelobt hat. Sie hätten mit ihrer Politik den effektivsten Niedriglohnsektor in Europa geschaffen. Und genau das war das Ziel, dass heute fast 24% aller Menschen im Niedriglohnsektor tätig sind. Ich will zwei Irrwege noch zum Schluss kurz skizzieren und kritisieren. Zwei Irrwege aus der Armut. Der erste von der Bundesregierung repräsentiert. Bildung, Bildung, Bildung. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel verspricht, Deutschland zur Bildungsrepublik zu machen. Ich ziehe daraus nicht den Schluss, den viele Neureiche ziehen. Ich habe es geschafft. Die anderen liegen faul in der Hängematte des Sozialstaates. Heute ist es übrigens viel schwieriger, diesen beruflichen Aufstieg zu schaffen, als das damals der Fall war. Weil inzwischen die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt viel schärfer ist, weil auch von Seiten des Staates viel weniger Unterstützung erfolgt, sondern viel mehr Druck auf die Erwerbslosen ausgeübt wird. Wenn man das den Armen predigt, dann verbreitet man Illusionen, weil wenn alle Jugendlichen, was ich ihnen sehr wünschen würde, besser gebildet wären, dann würden sie womöglich am Ende auf einem höheren geistigen Niveau um die immer noch fehlenden Lehrstellen und Arbeitsplätze konkurrieren. Und dann hätten wir am Ende zwar mehr Taxifahrer mit Hochschulabschluss, aber wir hätten nicht die Armut beseitigt. Um die Armut zu beseitigen, muss man umverteilen, den Reichtum von oben nach unten, statt wie bisher von unten nach oben. Und das ist sicherlich etwas, was der Bundesregierung nicht so vorschwebt. Und deswegen ist die Parole
bildet euch, den Armen zu predigen. Worin übrigens steckt, ihr seid selber schuld, weil ihr habt euch und eure Kinder bisher nicht genug gebildet. Ihr habt euch nicht gekümmert um Bildung und Kultur. Ihr seid Unterschichteltern, Rabeneltern, weil ihr eure Kinder eben vor die Glotze setzt, statt sie zu bilden. Diese Parole bildet euch, lenkt natürlich vom eigentlich Nötigen ab. Das sind genau diejenigen, die das predigen, die Studiengebühren einführen, die Privatschulen fördern und die Lernmittelfreiheit in ihren Bundesländern abschaffen. Und das zeigt doch, wie heuchlerisch das ist. Denn damit erhöht man ja die Barrieren für Kinder aus sozial benachteiligten Familien, sich Bildung zu erwerben. So, der letzte Vorschlag, den ich kommentieren möchte, ist das bedingungslose Grundeinkommen. Nicht die Bundeskanzlerin vertritt das, aber auch viele Erwerbsloseninitiativen. Und ich kann es verstehen, Hartz-IV-Betroffene, die den Schikanen des Jobcenters ausgesetzt sind, sagen sich, ich muss keinen Antrag mehr stellen, ich muss keine Sozialdetektive mehr fürchten, die in meinen vier Wänden herumschnüffeln. Alle sollen doch ein solches bedingungsloses Grundeinkommen erhalten. Aber ich habe doch einige Einwände, die ich vortragen will. Der erste Einwand ist der, eine Sozialpolitik nach dem Gießkannenprinzip ist auch nicht besser als eine Sozialpolitik nach dem Matthäus-Prinzip. Also auf alle mit der Gießkanne 1000 Euro meinetwegen, wie es Götz Werner, der Gründer der DM-Drogeriemarktkette, vorschlägt, auf alle 1000 Euro zu verteilen, wird einfach den unterschiedlichen Gegebenheiten nicht gerecht. Ein wichtiges für den Sozialstaat konstitutives Prinzip ist das der Bedarfsgerechtigkeit. Der, der viel braucht, zum Beispiel, weil er ganz schwere Behinderungen hat, der muss viel staatliche Unterstützung bekommen. Götz Werner als Milliardär oder Christoph Butterweger als Universitätsprofessor, der braucht keine 1000 Euro zusätzlich im Monat. 81 Millionen Bürger in der Bundesrepublik. 12 Monate mal 1000 Euro macht Pi mal Daumen 1 Billion pro Jahr. Der Bundeshaushalt hat ein Volumen von 308 Milliarden Euro. Das heißt, mehr als das Dreifache des Bundeshaushalts muss ich bewegen, um ein solches bedingungsloses Grundeinkommen zahlen zu können. Wenn ich politisch so mächtig bin, dann kann ich auch den Sozialstaat, statt ihn immer stärker um- und abzubauen, Leistungen zu kürzen, Anspruchsvoraussetzungen zu verschärfen, Kontrollen zu intensivieren, dann kann ich stattdessen den Sozialstaat ausbauen und auch einrichten auf die neuen Probleme, die es gibt. Stichwort Prekarisierung oder auch Stichwort Ein-Elternteil-Familien bei den Kindern. Dann könnte ich auch vernünftige Betreuungseinrichtungen schaffen, nicht nur eine Ganztagsschule, sondern auch eine Gemeinschaftsschule. Dann könnte ich auch vieles andere in Richtung einer solidarischen Bürgerversicherung schaffen. Und ich will ein weiteres Argument nennen. Ich habe das bedingungslose Grundeinkommen mal in der Taz als einen Kombilohn für alle bezeichnet. Reproduktion der wahren Arbeitskraft, damit der Arbeiter am nächsten Tag wieder gesund, satt, gut geschlafen, wohl genährt, mit einem sauberen Hemd in die Fabrik kommt. Deswegen muss der Lohn das berücksichtigen, was diese Reproduktion der wahren Arbeitskraft kostet. Wenn der Staat das bezahlt, wenn der Staat dafür sorgt, dass jeder mit 1000 Euro seine Existenz sichert, ja, dann muss der Unternehmer ja nur noch etwas draufsatteln. Und an dem Punkt stimme ich ausdrücklich Götz Werner zu. Er argumentiert nämlich so, die Menschen arbeiten nicht nur wegen der Kohle, sondern weil sie in einer Erwerbsgesellschaft oder in einer Arbeitsgesellschaft den Sinn des Lebens darin sehen, etwas Nützliches zu erarbeiten, berufstätig zu sein. Deswegen, sagt er, würden die Menschen auch sogar kreativer arbeiten, wenn sie ein solches bedingungsloses Grundeinkommen erhielten. So, wenn aber trotzdem die Menschen arbeiten würden, auch wenn sie ihre Existenz über ein bedingungsloses Grundeinkommen gesichert hätten, dann bedeutet das doch, der Unternehmer muss auf das bedingungslose Grundeinkommen nur noch etwas obendrauf legen, damit die Menschen das tun. Und dann wäre es eben ein Kombilohn in der Form, dass der Unternehmer wenig zahlt,
Damit übrigens der Niedriglohnbereich womöglich nur ausgeweitet würde. Und der Staat die Unternehmen subventioniert, die entsprechend geringere Löhne zahlen müssten. Und das ist ein weiterer Grund, warum ich dem bedingungslosen Grundeinkommen so kritisch gegenüberstehe. Es bedeutet nämlich auch das bedingungslose Grundeinkommen, dass der Sozialstaat, so wie wir ihn kannten, jetzt unter natürlich einem breiten Bündnis von Neoliberalen, womöglich bis zu erwerbslosen Initiativen, dass der Sozialstaat, so wie wir ihn kannten, zerschlagen würde. Denn in den allermeisten Modellen, ich will sie auch nicht alle über einen Kamm scheren, also das Modell von Katja Kipping, der neuen Vorsitzenden der Linken, will ich jetzt nicht mit dem von Dieter Althaus, dem früheren CDU-Ministerpräsidenten von Thüringen, der das solidarisches Bürgergeld nennt, soll 600 Euro betragen, 200 davon sollen Kopfprämie für die Krankenversicherung sein, bleiben noch 400, ist weniger als Hartz IV. Ich will diese Modelle nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich bin ganz sicher, wenn so etwas verwirklicht würde, wäre es eher eins, was das Leben der Arbeitslosen, der Erwerbslosen noch schlechter sich gestalten ließe als bisher, dem wir nicht nachjagen sollten, sondern ich finde die Position der Gewerkschaften, die sehr kritisch ist, richtig, zu sagen, wir brauchen eine Grundsicherung, die den Namen wirklich verdient, aber wir brauchen nicht ein solches bedingungsloses Grundeinkommen. Wir müssen im Sozialstaat Reformen bewirken, die den Abbau stoppen und rückgängig machen. Hartz IV muss weg. Es muss zurückgekehrt werden zu dem Prinzip der Lebensstandardsicherung. Aber dieser Weg ist ein anderer als der, das bedingungslose Grundeinkommen zu fordern oder möglicherweise dann auch in einer sehr komischen, bunten Konstellation bis hin zu neoliberalen Ökonomen wie Thomas Strauper in Hamburg, der das vertritt, Götz Werner als Milliardär, der das vertritt. Ich frage mich immer, wie das möglich ist, dass man da solchen Vorstellungen nachgeht und gewissermaßen diese Vorstellungen übernimmt. Da sollten wir vorsichtig sein, andere Konzepte entwickeln und diese Idee des bedingungslosen Grundeinkommens jedenfalls zunächst einmal sehr, sehr kritisch diskutieren, bevor wir es übernehmen. Vielen Dank für die Geduld. Die Formulare sind zerrissen, die Jobcenter stehen leer, Gesetzesbücher weggeschmissen, Hartz IV gibt es nicht mehr, ein Zwang zur Bürgerarbeit, nicht mehr angewandt. Wir alle sind erleichtert, Sanktionen sind verbannt. Lasst uns alle singen. Wir wünschen uns Frieden.